Hallo, liebe Briefmarkenfreunde, wer vorhat, Stempelbilder in die Stempeldatenbank hochzuladen, dem will ich hier zeigen, wie es schnell und einfach geht. Die Stempeldatenbank, einfach zu erreichen unter stempeldatenbank.de, basiert zunächst auf einer Gerätedatenbank und zu jedem angelegten Gerät können beliebig Bilder hochgeladen werden. Wenn wir ein neues Bild haben, beispielsweise diesen Stempel Lausanne, Poste Aérienne, Suisse, müssen wir zunächst nachsehen, ob es diesen Stempel in der Stempeldatenbank gibt. Wenn mehr als der Ortsname im Stempel steht, dann empfiehlt sich, nach dem Text im Stempel zu suchen. Bei diesem Stempel steht Poste Aérienne, Suisse. Wenn wir danach suchen, sehen wir, einen solchen Stempel gibt es noch nicht. Leider werden ab und zu Fehler gemacht und damit wir die Geräte nicht doppelt anlegen, sollten wir auf jeden Fall noch einmal eine weitere Kontrolle machen. Wir schränken das mal ein bisschen anders ein. Wir geben nur Poste ein aus dem Text und geben zusätzlich den Ortsnamen Lausanne ein. Und suchen jetzt nochmal. Da finden wir drei Stempelgeräte. Lausanne, Poste, Rest, was Restante heißt, wie postlagernd. Wir finden sogar einen Luftpoststempel aus Lausanne. Da fehlt aber das Wort Suisse und er hat Sterne statt der Ornamente im Stempelbild. Also es ist klar, diesen Stempel gibt es noch nicht als angelegten Stempel. Wir müssen also zunächst das Stempelgerät neu erfassen. Ich will mal ruhig den Profi-Modus, das klingt schlimmer als es ist. Lausanne liegt in der Schweiz, da haben wir kein Problem mit dem Zeitraum. Schweiz ist Schweiz. Wir suchen aus der Länderliste zunächst das Land. Erst kommen deutsche Gebiete, dann kommen europäische Gebiete, danach kommen Überseegebiete. Schweiz kann man einfach finden, ist alphabetisch dann eingeordnet. Der Stempelverwender ist hier die Luftpost, Luftpost oder Flugpost. Der Stempel ist verwendet als Aufgabestempel. Die Stempeltechnik, ich schätze mal, ist ein Handstempel, sieht nicht aus wie ein Maschinenstempel. Hersteller wissen wir nicht. Den Abschlag, den wir haben, der ist offensichtlich in Schwarz und Metallstempel schlagen auf Ölbasis ab. Ein Motiv, schauen wir uns den Stempel nochmal an, hat er keins. Der hat Gittersegmente oben, der hat Ornamente und ansonsten ist es ein Kreisstempel, nichts berührt den äußeren Kreis von innen, sodass es erstmal sich um einen Kreisstempel mit Gittersegment oben und unten handelt, wenn wir jetzt die Type noch richtig eintragen wollen. Füllen wir mal den Ort aus, das ist gar kein Problem, Lausanne. Zusätze gibt es keine, wir brauchen also nicht zu schreiben, Lausanne in der Schweiz oder irgend sowas. Wichtig ist, dass der Text eingegeben wird, so wie er tatsächlich im Stempel steht. Also da auch mit Groß- und Kleinbuchstaben. Es ist alles groß geschrieben und über dem E ist ein Akzent. Versuchen wir es mal. Wir schreiben Lausanne. Dann steht eben unten Poste A. Jetzt das große E mit dem Akzent, da drückt man erst auf die Akzent-Taste, dann das große E, Aérienne, Suisse. Das steht im Stempel drin, wir vergleichen es nochmal, damit da nichts falsch eingegeben wird. Im Stempel sind zwei Ornamente, das können wir in den Erklärungen schreiben. Rechts und links je ein Ornament. Das Komma ist vielleicht auch noch zu viel. So, jetzt haben wir eine Stempeltype. Die grobe Type ist tatsächlich ein Kreisstempel. Da sind Innenteile drin, aber in dieser groben Einteilung haben wir das nicht aufgeführt. Also es ist jetzt kein Typ, den wir noch
dort weiter spezifiziert hätten. Wer die Stempeltypen genau wissen will, der kann sich auch die Stempeltypen nach Form anzeigen lassen und wird auch da die Type richtig beschrieben finden. Ich weiß die Stempeltype und wähle Kreisstempel mit Gitterbogen. Nein, mit Gittersegment. Man darf nicht drauf reinfallen, die Bogen schließen an waagrechten Sehnen an, so Kreisstempel mit Gittersegment oben und unten. Die Textanordnung, oben ist im Bogen ein Text, unten ist ein Text und die Datumszeile bildet eine Zeile in der Mitte. Also ein Bogen oben, eine Textzeile in der Mitte und ein Bogen unten. Es ist kein Maschinenstempel, deshalb gibt es keinen Entwerterteil. Die Schrifttype ist Helvetia, was sollte man sonst auch bei einem Schweizer Stempel vermuten. Den Zeitraum wissen wir nicht. Alles, was da angelegt wird, können wir als geschätzt bezeichnen. Wir könnten ihn jetzt noch vermessen, das habe ich jetzt nicht getan. Ich speichere jetzt das ab und jetzt sehen wir schon in dem angelegten Gerät ein Vorschaubild auf die Stempeltype und können da nochmal vergleichen, ob das auch richtig ist. Das sieht richtig aus. Die Geräteform betrachten wir völlig ohne irgendwelche Texte, Datumszeilen, Ornamente, Punkte, Kreuze. An dieser Stelle sind wir dann bei dem angelegten Stempel. Wir könnten nochmal jetzt ganz zurückgehen in die Stempelsuche. Die letzten Suchen werden immer gespeichert und wir würden jetzt nochmal nach Lausanne und Poste suchen. Da gab es vorhin ein, jetzt gibt es tatsächlich, oh nein, da gab es drei, vier. Genau, es gab drei und jetzt gibt es vier. Es ist jetzt zusätzlich der von uns neu angelegte Stempel vorhanden, zu dem wir das Bild hochladen können. Wir klicken dann auf Neues Bild hochladen. Wir brauchen das Stempeldatum, das ist der 1931-610. Wir schreiben das Datum rückwärts, damit das auch sortiert werden kann. So, schauen wir nochmal, ob der Monat wirklich 6 ist. Jawohl, und der Tag ist 10, der erscheint dann hinten. Wir sehen 13 Uhr als Uhrzeit und da ist ein Strich davor, das können wir dann auch so schreiben. Ob wir da einen Leerschritt machen oder nicht, spielt nachher keine Rolle. Wir hätten hier noch Auswahlen für schlechte Abschläge, für bekannte Falschstempel oder wenn das Bild nur für mich selbst, den Hochlader, sichtbar sein sollte. Dann könnten wir da unten noch einen Haken reinsetzen. Hier brauchen wir jetzt gar nichts zu setzen. Jetzt wollen wir die Datei auswählen. So, die habe ich hier gespeichert. Öffnen, hochladen und dann lädt der Stempel hoch. Je nach Bildgröße dauert das einen Moment. So, jetzt ist er oben und jetzt haben wir im Prinzip alles fertig. Wir können auch, wenn wir uns die neuesten Stempelabschläge ansehen, feststellen, jawohl, da ist jetzt dieser Stempelabschlag mit enthalten. Viel Spaß beim Stempel hochladen.